Ich habe heute einen Schritt gemacht. Der ist aber ein bisschen schief geworden. Aber es sieht gar nicht mal so schlimm aus, denke ich. Ich bin das halt nicht an mir gewohnt. So, unsere Tour für morgen ist gebucht. Wir fahren zu den Cliffs of Moher, werden hier im Hotel direkt abgeholt. Voll gut. Allerdings schon sehr früh. Oh. Irgendwie schon 7.30 Uhr oder so, total blöd. Aber naja, da müssen wir durch, wenn wir den ganzen Tag irgendwas Tolles erleben wollen, ne? Und ich muss mich jetzt fertig machen für heute Abend, denn wir gehen zum Abendessen noch zu den Celtic Nights, heißt die Veranstaltung. Das ist so mit Irish Dance, River Dance. Ja, ich werde dann gleich sehen, wie es ist. Wir Helden haben es geschafft, zur beider falschen Haltestelle auszusteigen und müssen jetzt schauen, dass wir noch rechtzeitig zu dem richtigen Hotel kommen, weil wir haben nur noch 15 Minuten, bis die Show losgeht. Gut. Zu Guinness. Eine riesen Anlage. Die Show ist jetzt zu Ende. Es ging jetzt doch gute 2 Stunden, ein bisschen länger, glaube ich sogar. Es war echt schön und mega süß. Wir haben dann noch die kleinen Kids, die noch in der Show waren, mit auf die Bühne geholt. Wir haben mit denen getanzt. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich wollte jetzt keine fremden Kinder filmen. Aber das war mega süß und echt total schön. Also Celtic Nights kann ich jedem empfehlen, der mal nach Irland kommt. Vor allem nach Dublin. Also unbedingt anschauen. Und jetzt sind wir wieder zurück im Hotel und jetzt heißt es erstmal gleich ab ins Bett, denn morgen geht es dann schon ziemlich früh los. Um 7.30 Uhr werden wir, glaube ich, abgeholt und da geht es dann zu den Cliffs of Moher. Also, gute Nacht!